Was geht ab, Jungs? Heute gucken wir uns einfach mal den heftigsten Jugendspieler aller Zeiten an, den ich je in einer Karriere hatte. Ihr seht ihn hier schon in der Jugendakademie drinne. Das war in einer Werder-Karriere, den haben wir sogar live quasi bekommen. Ihr seht es, 16 Jahre alt, schon eine 74er Gesamtstärke. Der war schon als 15-Jähriger hier auf einer 70. Ultra krass, der wird natürlich jetzt zu den Profis befördert. Wir sind hier aktuell im Jahr 2026 mit der Werder-Karriere. Es lohnt sich heute auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Und Jungs, falls euch das gefällt, lasst auf jeden Fall auch einen Like da und natürlich, falls ihr neu seid, ein Abo. Er hat natürlich das Potenzial, etwas Besonderes zu werden, aber damit das auch passiert, werden wir den jetzt direkt auf die Leihliste setzen. Das erste Angebot kommt von Berlin, aber das werde ich ablehnen, da wird er, denke ich, noch nicht spielen. Der soll alle Spiele einfach machen. Und beim nächsten Verein gucke ich auch direkt mal den Kader durch und da sehen wir, hier spielt schon ein 83er, also das macht für uns natürlich auch keinen Sinn. Wir sind jetzt hier eine Woche vor dem Deadline-Day. Ihr seht, der Stürmer ist verletzt und ich werde jetzt unser Talent hier einfach mal auf die ZOM-Position stellen. Der Maja ist normalerweise sowieso linker Flügel. Vielleicht habt ihr schon gesehen, der hat so ein bisschen Tempo. Da liegt natürlich die Entscheidung nahe, dass man den vielleicht zum Flügel umwandelt. Das machen wir aber in dem Falle nicht. Dauert einfach viel zu lange. Der ist auf der ZOM-Position, vor allem als Brasilianer bei Werder natürlich hier gesetzt. Und er hat auf jeden Fall jetzt sein erstes Spiel gemacht, aber hat leider direkt das Spiel verloren. War auch der schlechteste Mann auf dem Platz. Okay, das kann auf jeden Fall auch besser laufen beim Debüt. Und im zweiten Spiel trifft er sogar hier in der 22. Minute. Erster Sieg auf jeden Fall für ihn. Sogar im Heimspiel einfach. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Hat sogar durchgespielt und ist auf jeden Fall jetzt hier Held des Tages. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Erstes Spiel lief nicht so gut. Zweites lief perfekt, würde ich sagen. Und er bedankt sich auf jeden Fall, dass er eingesetzt wird. Ich würde sagen, fantastische Leistung war es natürlich, aber er soll natürlich weiter an sich arbeiten. Und das Ganze wird er sehr wahrscheinlich hier bei Werder Bremen machen, denn es kommt kein weiteres Leihangebot mehr rein. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt so machen wie Dortmund zum Beispiel bei Moukoko. Der ist ja auch erst 16 Jahre alt und spielt in der Bundesliga. Und ihr seht es direkt, der hat auch direkt einen Rating-Upgrade auf 75. Das Spiel erster gegen zweiter in der Tabelle geht auf jeden Fall gut für uns aus und Cardoso wird einfach nicht ausgewechselt. Perfekt, zwei Leute werden ausgewechselt, er aber nicht. Und der ist jetzt hier auch schon 17 geworden. Wir hätten den theoretisch auch noch ein bisschen früher in der Karriere holen können. Aber gut, ein 17-Jähriger, der auf 75 ist, ist immer noch komplett übertrieben. Entwicklungsplan werden wir jetzt hier auch mal anpassen und er macht jetzt hier einfach sein erstes Spiel in der Champions League und hier wird er zwar ausgewechselt, aber macht ein Tor gegen Stuttgart und er trifft hier einfach schon wieder und erste große Enttäuschung, wir fliegen hier in der Champions League raus und er macht nicht so ein gutes Spiel und auch während der Saison kriegt er auf jeden Fall Leihangebote, aber die sind alle nicht interessant für uns und fragt mich nicht, wieso die Tastatureinstellungen da unten sind, ich spiele auf jeden Fall hier mit Controller am PC, aber das ist ganz egal, denn wir sind jetzt hier am letzten Spieltag und haben die Chance, falls wir das Spiel gewinnen oder Dortmund nichts macht, dass wir auf jeden Fall Meister werden. Ihr seht direkt schon, der hat eine 77er Gesamtstärke. Gleich gucken wir uns natürlich die Statistiken am Ende an. Wir spielen nur unentschieden. Das ist sehr, sehr bitter. Vielleicht haben wir uns jetzt damit die Meisterschaft versaut. Nee, haben wir nicht. Also, Cardoso auf jeden Fall in der ersten Saison schon mal Meister geworden. Mit ein bisschen Glück muss man auf jeden Fall dazu sagen. Der ist einfach plus 5 in dieser Saison gegangen. 17-Jähriger mit 77. Einfach richtig krass. Wir gucken auf die Statistiken. 4 Tore und eine Vorlage. Vorlagen hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen, aber 4 Tore in einer Rückrunde ist schon mal sehr stark für den 17-Jährigen. Machen wir als nächstes mal den nächsten Entwicklungsplan als unsichtbarer Stürmer, denn 58 Schießen ist dann doch ein bisschen zu wenig. Wir sind auf jeden Fall in der neuen Saison, er hat immer noch das Potenzial, etwas Besonderes zu werden, also die Einsätze haben sich gelohnt und ich muss es, glaube ich, bei diesem Spieler nochmal dazu sagen. Hier ist nichts gecheatet. Die Leute, die im Werder-Livestream auf jeden Fall dabei waren, die werden auf jeden Fall Bescheid wissen. Die kennen den Spieler schon so ein bisschen. Gut, den haben wir da jetzt nicht ausgebildet, aber dafür ist ja dieses Video da. Und ich glaube, wir werden hier bei Bremen bleiben. Als ZOM sind wir hier momentan der Beste auf der Position. Sonst hat kein anderer mehr Rating, beziehungsweise der hat das gleiche Rating, aber ich glaube, den werden wir schnell überholen. Der spielt nicht die richtige Position. Und Meier hat ja auch linker Flügel als Erstposition. Den haben wir nur einfach davor ZM in-game spielen lassen. Oder auch nicht. Der andere ZM ist jetzt auf jeden Fall gestiegen, ist auch ein gutes Talent. Hat sogar ein Tor jetzt hier schon gemacht in den zwei Einsätzen. 3 Spiele hatten wir insgesamt jetzt schon. Und wir werden jetzt mal kurz eine andere Entscheidung treffen. Wir werden jetzt mal den 32-jährigen Keeper verkaufen. Denn wir haben auf jeden Fall hier einen Keeper, 21 Jahre alt, 85er Rating, hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Den werden wir nicht ausleihen. Der soll jetzt hier der Stammkeeper werden. Und für alle, die sich fragen, was mit der Bremen-Karriere ist, die ist fertiggestellt quasi. Schon haben wir in den Livestreams fertig gemacht. Falls ihr wollt, schreibt einfach mal Werder in die Kommentare. Dann werde ich dazu auf jeden Fall Highlight-Videos hochladen. Erster Titel auf jeden Fall jetzt hier für Cardoso. So, Van der Brink haben wir jetzt hier noch ausgeliehen und den Torwart natürlich verkauft. Er ist wieder ein Rating hochgegangen, aber er spielt in der Liga nicht. 3 Spiele hat er gemacht. Die nächsten 3 Spiele in der Liga, also die ersten 3 Bundesligaspiele sind hier schon vorbei. Die hat er auf jeden Fall nicht gemacht. Und ich gucke nebenbei nochmal vielleicht nach Leihangeboten und so weiter. Aber hier zum Beispiel haben wir ein Leihangebot von Inter Mailand, aber die haben einfach mal 4 Spiele.
Spieler, die besser sind da auf der Position. Wir werden heute auf jeden Fall noch wechseln, aber jetzt ist erstmal das Beste, hier bei Werder zu bleiben. Er hat auf jeden Fall wieder die nächste Gesamtstärke geknackt und macht jetzt hier sein erstes DFB-Pokalspiel. Letzte Saison sind wir da relativ früh ausgeschieden, hier aber auf jeden Fall nicht. Und wir haben jetzt doch nochmal ein sehr, sehr interessantes Angebot. Ich habe mir die Mannschaft von Neapel angeguckt und die spielen nicht mit ZOM. Das heißt, da wären wir dann auf jeden Fall Stammspieler und das werden wir jetzt mal für die Rückrunde auf jeden Fall machen. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Hinrunde beendet. Ihr seht es, eine 80er Gesamtstärke haben wir noch gepackt. Gleich geht es natürlich zu Van de Brink, der hier bei Neapel spielt. Einfach mal komplett vergessen, dass wir den hier hingeliehen haben, aber der wird im Kader hier auch nicht als ausgeliehener Spieler angezeigt. Okay, das war natürlich ein bisschen lost. Den werde ich jetzt hier zurückholen, denn wir wollen natürlich zu einem Neapel gehen, damit uns auch der automatische Trainer mal für eine Rückrunde einfach komplett einsetzt. Zwei Vorlagen habt ihr eben noch gesehen, haben wir gemacht. Das sind noch nicht so gute Werte. Gucken wir mal, ob das in Italien besser läuft. So sieht das Ganze auf jeden Fall jetzt hier bei Neapel aus. Okay, vergesst das mit dem Ausleihen einfach mal. Ich habe das Ganze versucht, den zu Neapel gemacht, die Saison quasi simuliert. Aber Werder hat sich den einfach automatisch zurückgeholt. Das heißt, wir konnten keine Statistiken und so weiter sehen. Macht keinen Sinn. Wir lassen den jetzt hier bei Werder und der ist jetzt nur noch ein aufregender Mann für die Zukunft. Das heißt, diese Ausleihe hat ihm richtig geschadet, gerade mit seinem Potenzial. Der war einfach nur einen Tag verliehen, ein paar Stunden und direkt schon aufregender Mann für die Zukunft. Was soll das? Und wir haben ja noch ein anderes heftiges Talent mit einer 96er Gesamtstärke, was hier einfach mal eine 300 Millionen Angebot bekommt, aber das werden wir natürlich ablehnen. Okay, wir haben Cardoso jetzt nochmal kurz ausgeliehen, um das gleiche vielleicht nochmal zu machen. Laie abrechnen und jetzt hoffen wir, er hat wieder das Potenzial etwas Besonderes. Okay, ihr könnt natürlich auch, falls ihr es noch nicht wisst, Spieler verleihen, dann verändert sich manchmal das Potenzial. Hier auf jeden Fall haben wir es wieder zurückhergestellt. Okay, alles ein bisschen chaotisch. Das Problem ist, der spielt halt hier nicht durch den automatischen Trainer. Das heißt, ich werde jetzt wieder in jedes Spiel reingehen. Viertelfinale zum Beispiel. Ja, das läuft auf jeden Fall schon mal gut. Und währenddessen, ich habe es gerade gesehen, verliert Bayern gegen Bayern 2. Alles klar. Und hier haben wir nochmal einen Artikel. Ich habe jede Menge Spaß. Das hören wir natürlich gerne. Ich habe auf jeden Fall auch jede Menge Spaß, das hier gerade aufzunehmen. Nebenbei, danke auf jeden Fall für den Support. Und er ist wieder plus 1 gegangen. Die Saison ist noch nicht mal zu Ende. Plus 4 wieder. Sehr, sehr stark. Wir fliegen leider im Halbfinale der Champions League raus gegen Bayern München. Wir werden aber ganz deutlich hier Meister. Und wir stehen im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund. Er ist mittlerweile hier auch auf eine 82 gestiegen. Und holt sich jetzt auf jeden Fall den DFB-Pokal. Die Statistiken sehen aber noch nicht so gut aus. 30 Einsätze, nur ein einziges Tor und nur zwei Vorlagen. Gut, Tore verstehe ich, dass er so wenig hat. Der hat ja auch noch nicht so viel Abschluss. Aber nur zwei Vorlagen als ZOM ist dann doch schon sehr, sehr schwach. Wir werden jetzt wieder hier auf Passen gehen, damit es vielleicht zumindest mit den Vorlagen besser wird. Also mit den großen Jungs kann er auf jeden Fall noch nicht mithalten mit diesen Megatalenten wie zum Beispiel Daniel Mayer. Selbst ein Bosch hier mit 14 Vorlagen, richtig krass, kann natürlich auch sein, dass der automatische Trainer den dann als ZOM einwechselt. Und nachdem wir schon ein bisschen die Enttäuschung gehabt haben über die Statistiken, haben wir direkt die nächste Enttäuschung. Ist nur noch ein aufregender Mann für die Zukunft, aber das bekommen wir schon irgendwie hin. Wir haben ja noch genug Zeit hier. Vielleicht stehen wir hier einfach zu sehr im Schatten. Vielleicht sollten wir nochmal an einen Vereinswechsel denken, aber diesmal nicht mit Laie, das funktioniert ja nicht. Nehmen wir vielleicht davor nochmal kurz den Supercup hier mit. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt hatten wir auf jeden Fall drei neue Angebote von Inter, Granada und Barcelona. Granada fand ich sehr interessant, aber da hat es mit den Vertragsverhandlungen leider nicht geklappt. Deswegen muss ich da kurz nochmal zum Büro fahren und noch einen Zehner auf den Tisch klatschen oder so in die Richtung, damit das da auf jeden Fall durchgeht. So, da sind wir auf jeden Fall im neuen Team und wir kennen natürlich den Torhüter schon. Den hatten wir schon bei Bremen. Hariti auch noch mit am Start, aber ich glaube, hier sollten wir auf jeden Fall Stamm spielen. Diesen Spieler hatten wir sogar auch in der Bremen-Karriere. Mal. Und unser Ziel bei diesem kleineren Verein hier in dieser Karriere ist, dass wir natürlich unser Potenzial wieder steigern, dass wir natürlich jedes Spiel machen und dass wir dann natürlich stärker zurückkommen. Wir sind jetzt am 1. Januar und das ist jetzt hier ein richtiger Schock. Der hat nur 9 Spiele gemacht, eine einzige Vorlage. Das ist natürlich richtig flopmäßig hier gerade. Ich glaube, dieser Mittelstürmer nimmt ihm da auf jeden Fall die Spielzeit weg. So, damit wir die Saison halbwegs noch retten, mache ich jetzt mal das, was der Club auch mal irgendwie davor hätte machen sollen. Einfach einen vernünftigen Stürmer zu holen, denn wir haben keinen einzigen Stürmer im Kader, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall geändert. Und ich meine natürlich einen Stürmer, der jetzt hier nicht Mittelstürmer ist. So, jetzt ist auch wirklich Januar, jetzt ist der Deal auch durch, eben war nämlich noch Dezember und jetzt sollte eigentlich nichts mehr schieflaufen hier. Wir werden sogar am Ende der Saison Vierter, was ein mega krasser Erfolg hier einfach mal ist. Cardoso hier auf der 84, gut, da gab es schon Saisons, wo das auf jeden Fall viel, viel besser war. In 31 Spielen nur 2 Tore und 4 Vorlagen, ist natürlich jetzt nicht so der Knüller, aber wir haben diesen Club auch mit hier quasi in die Champions League geschossen und das werden wir dann auch angehen. Champions League mit Granada. Im Finale wieder Werder Bremen.
diesmal gegen Manchester City. Und Bremen gewinnt am Ende auch die Champions League. Vielleicht treffen wir in der nächsten Saison auf die. Gut, ich glaube, der Keeper hatte auch einiges gemacht mit der 90er Gesamtstärke. Wir sind jetzt auf eine 84 gegangen, sind aber immer noch nur ein aufregender Mann für die Zukunft. Aber das kriegen wir alles mit dem dynamischen Potenzial schon hin. Ganz normal, dass auch mal ein Megatalent hier mal so ein paar Schwächephasen hat. Daniel Mayer wird auf jeden Fall hier Spieler des Jahres von Werder Bremen mit einer 96er Gesamtstärke. Das ist natürlich hier unser Vorbild in der Karriere. Wir sind jetzt hier auch in der Mitte der Saison, sind auf dem 5. Platz. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Entwicklungsplan werden wir natürlich jetzt anpassen. Wir sind auf eine 86 hier hochgegangen. Und mit den Statistiken sieht es jetzt auch schon mal besser aus. 10 Tore und 4 Vorlagen, das ist ein riesiger Sprung. Und wir machen jetzt auch einen riesigen Sprung ans Ende der Saison. Wir stehen unter anderem im Achtelfinale gegen Inter Mailand in der Champions League. Und mal gucken, ob wir uns nochmal hier qualifizieren können. Okay, für die erneute Qualifikation für die Champions League wird es leider nichts. Nur der 5. Platz diesmal. Wir sind auch direkt im Achtelfinale gegen Inter rausgeflogen. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist natürlich der Spieler von uns. Und der ist jetzt nicht mehr hochgegangen, ist auf einer 86 hier geblieben. Bei aufregender Mann für die Zukunft kann das schon mal passieren, dass es so ein bisschen hakt in der Entwicklung. Wir gucken mal die Statistiken an. 49 Spieler, 14 Tore, 9 Vorlagen, seine beste Saison auf jeden Fall. Und wartet mal, ich glaube, ich sehe hier gerade eine richtig krasse Sache. Bei Real Madrid auf der Position Nummer 2 hier bei den Top-Torjägern sehe ich Tavares. Den haben wir dafür 2 Jahre ausgeliehen und der macht jetzt hier einfach mal 23 Tore. Okay, das ist sehr, sehr krass. Und in der neuen Saison haben wir einfach direkt ein Transferangebot, auch von Werder Bremen. Aber wir werden beide erstmal ablehnen. Wir gehen nochmal eine Saison, würde ich sagen, woanders ins Ausland. Paris hat auch ein Angebot gemacht, aber da spielt momentan der Ødegaard mit 89 auf der ZOM-Position, deswegen werden wir das auf jeden Fall erstmal nicht machen. Vertrag läuft in 11 Monaten aus, deswegen können wir momentan sein Potenzial nicht sehen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel seinen Vertrag verlängern würden, dann wäre seine Moral auf jeden Fall so ein bisschen besser. Das Problem ist immer dann, dass andere Teams den Vertrag dann nicht bezahlen wollen und man dann nicht mehr wechseln kann. Und jetzt haben wir nochmal 2 Angebote und am Anfang waren wir ja immer die ganze Zeit so mit der italienischen Liga am Start und ich würde sagen, das wären wir jetzt hier einfach mal komplett machen, dass wir auch wirklich mal in die italienische Liga jetzt hier gehen. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall Della Croce am Start, den hatten wir schon bei Bremen am Start und der hat als Zweitposition auch ZOM und hat da sogar keinen Minuspunkt, so wie auf der ZM-Position. Ich glaube, das ist der Übeltäter von vorhin, deswegen werden wir den jetzt auf jeden Fall verkaufen. Als Ersatz haben wir uns einfach mal Bellingham hier geholt. So, und jetzt treffen wir auf Neapel bei dem Verein, wo wir ungefähr eine Stunde unter Vertrag waren, beziehungsweise ausgeliehen, ihr wisst schon Bescheid. Treffen tun wir nicht, aber wir machen ein richtig gutes Spiel. Mayer holt sich hier schon wieder den Ballon d'Or. Echt krass. 25 Jahre alt erst. Also ich weiß nicht, ob wir den noch irgendwie schaffen zu übertreffen. So, wir sind jetzt am 1. Januar. Ihr seht, der Vertrag läuft in 6 Monaten aus. Den werde ich mal kurz verlängern. Also nächste Saison könnten wir theoretisch wieder für einen neuen Club spielen. Ihr seht, jetzt auf jeden Fall ist immer noch ein aufregender Mann für die Zukunft. Plus 1. Statistiken gucken wir uns mal kurz an. Ja moin. 22 Einsätze, 2 Tore und 7 Vorlagen. Ist in Ordnung, aber natürlich auch nicht irgendwas Weltbewegendes. Da haben wir auf jeden Fall noch viel vor. Hoffentlich machen wir in der Rückrunde das richtig gut. Wir sind auf jeden Fall hier Tabellenführer momentan. Italienischer Meister wäre natürlich auch ganz nice. England können wir gleich auch mal machen. Das ist zum Beispiel noch eine Liga, die hier zur Auswahl steht. Achtelfinale sind wir gegen Tottenham. Gucken wir mal, wie das alles ausgeht. Wir sehen auf jeden Fall, wir sind leider im Halbfinale gegen Manchester United rausgeflogen. Aber wir sehen auch, im Pokal 3:0 gewonnen gegen Neapel. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den italienischen Pokal geholt. Gucken wir mal, ob in der Liga. Ja, in der Liga haben wir uns auch den Pokal gewonnen. Also geholt, beste Deutsch. Das heißt, italienisches Double ist schon mal am Start. 88er Gesamtstärke ist auch auf jeden Fall am Start. Wie gesagt, nicht so das Mega-Upgrade, muss man sagen. Ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Saison hier vielleicht größeres Rating-Upgrade haben. Aber wir sind hier fast schon bei der 90 und 21 Jahre alt. Da sollten wir uns auch nicht viel zu sehr beschweren. Statistiken sehen auch mal richtig gut aus mit 9 Toren. Als ZOM auf jeden Fall ganz in Ordnung und 19 Vorlagen auf jeden Fall. Der Beste hier im Team, 19 Vorlagen ist ultra stark. Werder gewinnt hier wieder die Champions League. So langsam können wir überlegen, ob wir nochmal zurückkommen. Aber ein paar Vereine und Ligen wollen wir natürlich noch austesten hier. Okay, wir sind immer noch ein aufregender Mann für die Zukunft. Packen uns jetzt aber hier auf die Transferliste. Und ihr seht natürlich, der ist hier Brasilianer. Deswegen werden wir natürlich auch mal eine WM hier mitspielen. Ja, so sieht das Ganze hier in der brasilianischen Nationalelf aus. Auf jeden Fall wilde Truppe. Damit kann man auf jeden Fall was erreichen. Wir sind hier der Beste auf der ZOM-Position. Und wir spielen jetzt hier direkt gegen Italien, wo wir auf jeden Fall gewinnen. Aber das war nur das dritte Spiel in der Gruppe. Und ich glaube, der Cardoso will hier bleiben. Aber ich würde sagen, als Juve machen wir einfach mal
Wir brauchen das Geld. Achtelfinale gegen Schweden und wir kommen weiter. Auch im Viertelfinale kommen wir hier weiter gegen Spanien. Wir sind zwar im Halbfinale der WM gerade, aber es gibt trotzdem Transferangebote. Werder will uns auf jeden Fall zurück, will hier einen Tauschangebot machen. Und auch Real Madrid will uns wieder hier in der spanischen Liga sehen, auch mit einem Tauschangebot. Wir werden beides aber ablehnen, denn ich würde sagen, es macht erstmal nur eine Liga Sinn, in die wir gehen. Und das ist natürlich die englische Liga. Jetzt hoffen wir hier erstmal, dass wir ins Finale gehen. Und diese Schritte können wir auf jeden Fall machen. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall im Finale drinne, aber Brasilien muss auf jeden Fall in Gelb spielen. Also das muss schon mal hier sein. Gelb und Orange. Ja, komm, Jungs, wir spielen das sowieso nicht. Wir gucken uns aber natürlich die Mannschaft an. Bosch, da auf der ZM-Position, das ist natürlich ganz interessant. Aber man muss ganz ehrlich sagen, bei der brasilianischen Nationalmannschaft sind wir als Cardoso noch nicht der Star. Da gibt es noch Rodrigo und Vinicius Junior, die besser sind. Lodi zum Beispiel auch noch, der besser ist. Deswegen gehen wir hier erstmal in die Schnellsimulation. Und wir können das Finale auch gewinnen. Vinicius Junior macht auf jeden Fall das Tor. Ich habe in den Statistiken geguckt. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so viele Vorlagen gemacht. Aber wir sind Weltmeister hier geworden. Das ist doch schon mal was. Und das natürlich als Stammspieler. Jetzt konzentrieren wir uns aber voll auf den Wechsel. Nächstes Angebot wieder aus der spanischen Liga, Atletico Madrid. Aber da wollen wir erstmal nicht zurück. Und wir haben wieder ein Angebot von den Wolves. Aber ihr seht es ja hier. Die haben Yusuf Demir, der auch auf einer 88er Gesamtstärke ist. Der Club ist echt hartnäckig. Deswegen möchte ich das eigentlich auch hier zum Laufen bringen. Okay, aber die wollen den nicht eintauschen. Und kein Plan, warum die Belichtung hier so komisch ist. Dann müssen wir das Ganze halt auf die altmodische Art regeln. Die wollten da paar Finanztricks oder sowas machen. Deswegen kaufen wir den Spieler jetzt hier so normal. Hier sehen wir uns auf jeden Fall im Trikot der Wolves. Willkommen in der Premier League natürlich. Das ist jetzt die letzte interessante Liga, die wir natürlich nochmal machen mussten hier. Und so sieht die Mannschaft hier aus. Ist auf jeden Fall eine starke Truppe. Die haben sich richtig gut entwickelt hier. Cardoso macht auf jeden Fall hier wichtige Tore. Wir sind hier in der Euroleague mit den Wolves. Das war, glaube ich, das letzte Spiel. Ich gucke mal in die Tabelle. Okay, wir sind hier Erster geworden. Ist natürlich jetzt kein Upgrade zur Champions League, die Europa League. Aber hier mal dabei zu sein, ist bestimmt auch ganz gut. Kleines Zwischenfazit hier am 1. Januar. 2 Tore, 8 Vorlagen. Ist in Ordnung. Vielleicht knacken wir sogar noch die 90er Gesamtstärke am Ende der Saison. Die Euroleague gewinnen wir leider nicht. Da fliegen wir gegen Hertha BSC Berlin raus. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Den Titel hätte ich hier gerne nochmal mitgenommen, weil das wahrscheinlich auch die letzte Chance auf diesen Titel ist. Jetzt sind wir im Mai 2031. Gucken wir mal, wie es in der Liga aussieht. Da sind wir einfach Meister geworden. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe schon gedacht, okay, wir werden Sheffield United auch einfach mal 4. Platz. Diese Liga wurde einfach mal komplett hops genommen. Von den kleineren Vereinen kann man ja schon so sagen. Wir sind auf der 90er Gesamtstärke. Damit haben wir auch unsere persönlichen Ziele hier auf jeden Fall erreicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. 51 Einsätze, 7 Tore, 11 Vorlagen. Das geht natürlich alles noch ein bisschen besser, aber als 22-Jähriger schon mal sehr gut. Auf jeden Fall 90er Gesamtstärke. Wir gehen auf jeden Fall so langsam in die neue Richtung, beziehungsweise in eine gute Richtung auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall hier der beste Mann im Kader, packen uns jetzt aber auf die Transferliste, denn englandmäßig würde ich sagen, mit dem Ligatitel haben wir alles erreicht. Pokale haben wir zwar nicht gewonnen, aber wir wollen jetzt wieder Champions League spielen. Würden wir natürlich auch mit diesem Club, aber wir wollen mit einem anderen Club Champions League spielen. Alle Ligen haben wir eigentlich so gut wie durch, vielleicht noch die französische. Und wenn wir wieder zurück in die Bundesliga gehen, dann geht es natürlich zu Werder Bremen. Englische Liga wird es auf jeden Fall nicht noch einmal. Und jetzt kommt hier ein Angebot aus der französischen Liga. Start Rennes einfach mal. Was ist denn da passiert? 141 Millionen. Kamavinga ist hier nicht am Start. Xavi Simmons auf jeden Fall dafür. Schwieriger Name auf jeden Fall. Eigentlich nicht, aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Also mit dieser Mannschaft werden wir wahrscheinlich nicht um Titel mitspielen. Deswegen werden wir das erstmal nicht machen, denn wir müssen so langsam auch mal Champions League oder sowas gewinnen. Ja, Juve will uns einfach mal zurückhaben, aber da werden wir natürlich nicht nochmal hingehen. Wir haben hier nochmal Angebot von Atletico und Liverpool, aber eigentlich macht nur noch Paris Sinn. Die Liga haben wir noch nicht und die haben natürlich noch Mbappé und so weiter. Da haben wir gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Die besten haben wir natürlich momentan bei Werder Bremen, aber eine Saison wollen wir eigentlich noch woanders hin. Und in der Liga ist momentan auch Chaos. Erste 2 Spiele verloren und dann auch noch das 3. Spiel 4:4 gespielt. Was ist denn da los? 8 Tore in einem Spiel. Und jetzt kriegen wir ein Angebot von Werder Bremen und das werden wir natürlich annehmen. Dann überspringen wir einfach mal die französische Liga und Paris und nehmen einfach mal und gehen jetzt direkt wieder hier zu Werder Bremen zurück. Er ist momentan hier auch völlig außer Form. Dann wird es natürlich wieder Zeit zurückzukehren zu Bremen. Jetzt als Weltklasse-Spieler, damals nur Weltklasse-Talent. So, wir sind zurück in Bremen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier alles passiert ist. Die sind alle momentan auf Länderspielreise. Meier ist auf jeden Fall noch am Start hier. Und das hier ist die richtige Elf, beziehungsweise auch richtige Formation. Ja, so sieht dann die endgültige Mannschaft aus. Auf jeden Fall ein paar 90er mit dabei und Vandenberg hier auf 93 entwickelt. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Bosch hier auch auf 90. Er ist auf jeden Fall jetzt schon einer der Besten der Welt.
Und wir sind jetzt hier in der Jugendakademie von Werder Bremen. Die hat auf jeden Fall in dieser Karriere einige heftige Talente hervorgebracht. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, tauscht einfach mal diese 61 durch eine 69 oder 70 aus. Und genau so sah das damals quasi mit dem Spieler aus. Jetzt stehen wir auf jeden Fall schon bei der 90er Gesamtstärke, aber es geht natürlich noch weiter. So, wir sind wieder bei Werder und es geht wieder los mit diesen Statistiken. Also mit den schlechten Statistiken. 2 Tore in 17 Spielen, nicht mal eine Vorlage. Ich weiß es nicht. Irgendwie bei Bremen, vielleicht auch, weil wir einfach nur die heftigsten Spieler hier auf der Welt haben. So viele 90er, Meier und so weiter, der nimmt denen zum Beispiel natürlich alles weg. Meier werden wir mal kurz verlängern. Wir sind natürlich wieder zurück hier bei Bremen und die erste Saison, Pokal auf jeden Fall im Finale verloren, bitter, und Champions League nicht im Finale, noch nicht mal im Halbfinale, nicht mal im Viertelfinale, einfach im Achtelfinale gegen Paris rausgeflogen. Meister sind wir aber klar und deutlich hier wieder geworden. Paris gewinnt am Ende hier die Champions League und wären wir mal zu Paris gegangen, beziehungsweise hätten wir mal ein Angebot von denen bekommen. Das haben ja wirklich alle Top-Clubs für uns geboten, so wirklich alle aus jeden verschiedenen Ligen, außer halt natürlich Paris. Und ich glaube, das ist die allererste Saison, wo wir einfach kein Rating-Upgrade haben. Wir sind jetzt hier auf der 99er Gesamtstärke feststecken geblieben. 8 Tore, 5 Vorlagen ist okay. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an der Mannschaft, weil die Mannschaft einfach viel zu OP ist und der da quasi ja vorne nichts mehr machen kann, wenn alle anderen die Tore machen. Es dauert noch 9 Wochen bis zur nächsten Stärke, also auch kein Komplettausfall hier. Aber ja, in Bremen sind wir hier auf jeden Fall im Schatten unterwegs, muss man ganz klar so sagen. Und das Angebot von Paris ist tatsächlich da. Und ich glaube, das muss ich jetzt einfach mal abnehmen. Das ist die einzige Liga, einzige Top 5 Liga, in der wir noch nicht waren. Paris hat die Champions League gewonnen. Wir müssen es einfach nochmal machen. Wir müssen einfach nochmal den Verein wechseln. Danach können wir auf jeden Fall wieder zurückkehren zu Werder. Aber wir müssen das jetzt einfach machen. Okay, und so übertrieben gut ist Paris jetzt auf jeden Fall hier nicht. Aber natürlich, Mbappé macht einiges aus. Wir müssen es einfach nochmal hier versuchen. Ja, und dann sind wir hier nach Paris gekommen, um eigentlich auch die französische Liga hier abzuhaken mit dem Meistertitel. Aber das wird uns jetzt hier nicht ganz so einfach gemacht. In Spanien haben wir die natürlich verpasst, aber sonst haben wir in allen anderen Ligen die Meisterschaft geholt. Wir sind immer noch auf der 90er Gesamtstärke. Stärke. 1 Tor, 3 Vorlagen. Sieht jetzt auch nicht so knüllermäßig aus, muss man sagen. Und im Achtelfinale kommt es einfach wieder zum Duell wie letztes Jahr gegen Werder Bremen. Und ich habe, glaube ich, die Befürchtung, dass wir jetzt gegen Werder rausfliegen werden. Ich sehe es doch schon kommen. Transferangebot für Kylian Mbappé, der gerade den Ballon d'Or gewonnen hat. Okay, alles klar, werden wir natürlich aber ablehnen. Dafür werden wir aber einen anderen Transfer machen, und zwar einen neuen Torwart, Donnarumma, damit wir zumindest noch irgendwie die Liga holen. So, wir spielen auf jeden Fall jetzt gegen Werder Bremen, Hinspiel 1:1. Cardoso jetzt auf der 91, das ist eine gute Nachricht. Und natürlich hoffen wir jetzt auf dieses Mal, dass wir weiterkommen mit Paris und dass Werder hier mal rausfliegt. Aber ich wusste schon davor, ich reg mich gar nicht auf. Ich wusste, es Mbappé verschießt einen Elfmeter, perfekt. Wir werden sogar ausgewechselt. Natürlich kommt Werder weiter. Das ist so dieses typische Glück, was man dann einfach mal so hat. Aber auch ein bisschen verdient. Okay, in der Rückrunde lassen wir auf jeden Fall nichts anbrennen. Wir werden auf jeden Fall französischer Meister. Damit haben wir uns einfach mal 4 verschiedene Meistertitel geholt. Das ist auch mal eine Leistung. Wir sehen auf jeden Fall hier auf der 91er Gesamtstärke, haben wir vorhin ja schon gesehen. 7 Tore, 11 Vorlagen, ist in Ordnung. Nichts Weltbewegendes, aber ist in Ordnung. Perfekt. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder zurückkehren zu Werder Bremen. Und ich merke gerade, ich glaube, ich habe im Champions League Rückspiel einfach Donnarumma nicht aufgestellt. Perfekt. Aber das ist, glaube ich, eh egal, denn das Ziel, beziehungsweise wir haben auch keine Tore geschossen, also hätte uns auch nichts gebracht. Und wir wissen es natürlich eigentlich schon. Natürlich hat Bremen in der letzten Saison die Champions League gewonnen. So, wir sind auf jeden Fall wieder zurück in der Mannschaft. Und damit jetzt auch überhaupt gar nichts schief geht, holen wir uns nochmal Mbappé mit aus Paris. Denn mit einem 85er Stürmer wird das vielleicht ein bisschen schwierig. So, die Hinrunde ist auf jeden Fall gespielt. 6 Tore, 5 Vorlagen. Gehen wir auf jeden Fall in die Rückrunde und hoffen, dass wir irgendwie die Champions League gewinnen können in der vorletzten Saison. So, wir sind am Ende der Saison. Im Viertelfinale sind wir einfach durch die Auswärtstorregel rausgeflogen. Richtig bitter, aber Paris ist auch rausgeflogen. Am Ende gewinnt Barcelona das Ding. Die Liga hier zu gewinnen mit unserem Spieler ist auf jeden Fall kein Problem, egal in welchem Land wir sind. DFB-Pokal haben wir auch gewonnen, also das deutsche Double wieder geholt, aber das ist einfach zu wenig. Wir gehen jetzt in die letzte Saison. Er ist auf eine 92 hochgegangen. Das muss man ihn auf jeden Fall anrechnen. 10 Tore und 9 Vorlagen sind das am Ende. Das ist in dieser Mannschaft eher so der Durchschnitt. Und ich will am Ende der Saison nicht sagen, dass ich alles gegeben habe oder nicht alles gegeben
gegeben habe. Ich habe jetzt alles gegeben. Ich habe nochmal eine richtige Transferphase hier eingeläutet. Mbappé nochmal getauscht gegen Haaland. Nochmal ein paar freie Spieler hier verpflichtet für die Kaderstärke hier allgemein. Einen neuen Innenverteidiger, einen neuen Linksverteidiger. Und wenn es in dieser Saison nicht klappt, dann weiß ich auch nicht weiter. So, wir gucken uns nochmal unseren Spieler an. 25 Jahre alt, eine 92er Gesamtstärke. Finanziell bzw. wertmäßig 164 Millionen. Er spielt natürlich momentan in einem Team, wo das jetzt nur das zweithöchste ist. Daniel Mayer natürlich hier mit 30 Jahren. Der hat so oft den Ballon d'Or abgestaubt, habe ich euch jetzt nicht die ganze Zeit gezeigt. Aber an dem ist natürlich überhaupt kein Vorbeikommen in allen Belängen hier. Wir sind noch ein letztes Mal hier in der Hälfte der Saison. Ein Tor, 6 Vorlagen. Ja, die anderen nehmen halt alles so ein bisschen weg, muss man sagen. Daniel Mayer 17 Tore, 6 Vorlagen. Ist sogar wieder hochgegangen als 30-Jähriger. Also man muss eigentlich sagen, das ist mein heftigster Jugendspieler, den ich je hatte, der Daniel Mayer. Aber gut, den hat man ja quasi von Anfang an. Wenn man die Champions Edition von FIFA hat, dann bekommt man immer ein Jugendtalent. Also der wurde davor nicht gescoutet, sondern den konnte ich direkt am Anfang auswählen. Aber der Vandenberg zum Beispiel ist auch auf eine 94 gegangen. Also Cardoso fast schon so ein bisschen enttäuschend. Ja moin, 25-Jähriger. 92, absolut enttäuschend, oder, als Jugendspieler? Aber halt einfach im Vergleich, muss man dazu sagen. Aber so richtig enttäuschend wäre natürlich, wenn wir die Champions League nicht gewinnen. Achtelfinale überstehen wir auf jeden Fall schon mal. 3 Spiele gegen Dortmund in einer Woche. Wir gewinnen auf jeden Fall die ersten beiden, aber das dritte ist natürlich das Wichtigste hier. Dortmund hier mit Mbappé, wir haben ja Haaland geholt. Cardoso ist auf eine 93 gegangen, das ist nochmal richtig gut. Und wir gewinnen 3:0. Sehr, sehr stark auf jeden Fall, wir sind im Halbfinale. So, wir haben auf jeden Fall wichtige Wochen vor uns. Wir haben das Pokalspiel natürlich hier noch gegen Leipzig. Das ist, also wenn wir den Pokal jetzt nicht gewinnen, wäre auch nicht komplett schlimm. Zum Abschluss wäre natürlich nochmal schön. Wir kommen auf jeden Fall weiter. Aber es geht ja um das Hinspiel, was wir nur 2:2 spielen gegen Barcelona. Wir können jetzt ins Finale kommen, aber müssen, ich weiß nicht, ob wir auswärts gespielt haben. Wir werden es jetzt gleich sehen. Ja, wir haben auswärts gespielt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich glaube, wir können nichts mehr hier an der Mannschaft verbessern. Es ist auf jeden Fall die beste Mannschaft vom Rating her auf der Welt momentan. Barcelona aber natürlich auch nicht ganz schlecht, muss man sagen. Und das Spiel geht einfach 4:4 aus. Das gibt es nicht. Wie kann bitte ein Halbfinal-Rückspiel 4:4 ausgehen, wenn Barcelona auswärts spielt? Wie bitter ist das denn? Cardoso mit der gelben Karte. 4:4. Was ist das bitte für ein Ende hier? Bitterer kann man wirklich nicht rausfliegen. Immerhin haben die Zuschauer 8 Tore gesehen. Pokal haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und auch die Liga haben wir gewonnen mit 93 Punkten. Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Und ich meine, der könnte sogar noch weiter hochgehen, wenn man jetzt weitermachen würde. Aber gut, das dauert dann doch schon ein bisschen länger. Zum Abschluss nochmal 9 Tore und 9 Vorlagen. Ist in Ordnung auf jeden Fall, wenn man sich so den Rest der Mannschaft auf jeden Fall anguckt. Und auch wenn es ein kleines bisschen enttäuschend war, muss man einfach sagen, wenn man das jetzt zurückblickend betrachtet, war es eine heftige Karriere. Wir waren in allen Top 5 Ligen, haben 4-mal die Meisterschaft in den Ligen auf jeden Fall geholt oder in 4 Ligen die Meisterschaft geholt. Eine Hammerkarriere hier gehabt. Als Stürmer ist sowas natürlich immer ein bisschen besser. Aber ja, wie gesagt, das war mein heftigstes Jugendtalent mit 15 Jahren. Schon eine 70er Gesamtstärke. Einfach krass. Danke, dass ihr auf jeden Fall bis zum Ende hier dran geblieben seid. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, lasst auf jeden Fall einen Like da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Video. Könnt ihr mir auch gerne Ideen schreiben für so Jugendspieler-Videos und so weiter. Also, bis dann. Ciao.